Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel von Let's Play Wolfenhain. Wir sind gerade mit Valdrada unterwegs, die vorhat, demnächst eine Hexe zu werden. Aber ich versuche natürlich, das so lange wie möglich hinauszuzögern. Momentan befinden wir uns hier mitten in einer Quest. Mal schauen, ob wir es im heutigen Part noch irgendwie schaffen, diese erfolgreich abzuschließen. Ich nehme die Folge jetzt direkt nach der anderen auf. Ich fühle mich auch nicht unbedingt gesundheitlich besser, aber es geht auf jeden Fall noch, also macht euch da keinerlei Gedanken. Nach wie vor natürlich, wenn ich irgendetwas übersehe, spätestens zum nächsten Part kann ich dann auch entsprechend agieren. Aber na gut, haben wir denn mit dem schon gesprochen? Ich denke schon. Ja, mit dem Knecht haben wir auf jeden Fall schon gesprochen. Ich denke, mit dem haben wir noch nicht gesprochen. Wenn die Mitgift für Leoba wirklich wie versprochen ausfällt, wird es in den Boxen bald sehr eng und laut. Mit dem haben wir natürlich schon gesprochen, das hat uns aber nicht so viel gebracht. Mit Überzeugungsarbeit werden wir auf jeden Fall nicht weiterkommen. Wer weiß, vielleicht ist ja einer dieser Ochsen, hätte ich jetzt gesagt, einer dieser, wie hießen sie noch gleich, einer dieser Böcke. Der macht auf jeden Fall ein anderes Geräusch. Wir sollten es vielleicht nicht zu sehr auf die Spitze treiben. Und nun komm, du alter Besen. Bist schon lange Knecht gewesen. ich wusste doch, dass irgendetwas an diesem Zauberspruch nicht stimmt. Das wird wahrscheinlich im Laufe der Zeit noch. Wir sind ja erstmal noch eine Level 0, Level 1 Hexe. Wir sind immerhin schon auf Level 1. Nur ein Krug voller Lederriemen für dieses und jenes. Ich habe schon gebadet. Das ist also ein Badezuber, der ist äußerst klein. Und na gut, in der Öffentlichkeit muss das vielleicht auch nicht unbedingt sein. Arnhild. Jedes Mal, wenn du in unser Haus kommst, pummelst du an den Würsten herum. Finger weg! Ich sehe schon, Valdrada scheint eine ausgesprochen große Freude an Würsten zu haben. Mal gucken, ob das im Laufe des Spiels noch aufgeklärt wird. Es fällt also bereits auf. Würste. Das klingt schon irgendwie wieder sehr mehrdeutig, aber nein, wir lassen uns zu keiner Trollerei hinreißen. Das wird sich im Laufe des Spiels aufklären. Da bin ich ganz zuversichtlich. Hau nur ordentlich rein, Equin. Wir wollen doch das. Psst. Was? Wie? Wo? Ich hab's wahrscheinlich schon wieder vergessen, weil es sind ja schon wieder 4 oder 5 Stunden vergangen. Und ein Sänger. Es ist lange her, dass in dieser Gegend ein Fest gefeiert wurde. Soll ich dir zur Einstimmung eine Geschichte singen? Lass dein Lied hören. Vielmehr erfasst er jetzt zuvorderst einen der Ruhenden und riss ihn rasch in 2 Stücke, zerbiss sein Gebein, trank das Blut der Adern und schlang große Stücke. Schon hat er ganz des lieblosen Leib verschlungen mit Füßen und Fäusten. Und für der schreitend, was? Und für der schreitend griff er jetzt so nach dem großgeherzten Recken auf dem Ruhbett. Der reckt die Hand der. Hey, das ist ein passendes Lied für eine Hochzeitsfeier? Ist das ein passendes Lied für eine Hochzeitsfeier? Oder für ein Hochzeitsfest? Ich mag es einfach. Und nachher kann ich es ja wohl kaum singen. Nachher, also heißt das, diese Plot-Hochzeit, die wird im Laufe der Zeit noch stattfinden? Bin ja mal gespannt. Eine Magd. Na, das ist aber für die Hochzeitsfeier bestimmt. Oh, schade, ich wollte doch was zu futtern haben. Ich hätte auch gerne eine Handvoll Mägde, die mir die Hausarbeit abnehmen. Wer hätte das nicht gerne? Aber man kann eben nicht alles haben im Leben. Unterstehe dich aus meinem Töpfen zu naschen, Valdrada. Da wird der Hochzeitsschmaus für unsere, das wird der Hochzeitsschmaus für unsere Leoba. Ich sollte auf jeden Fall die Texte nicht zu schnell lesen. Speere gehören wohl mit zum gängigsten überhaupt. Hoffentlich bekommen wir es nie mit einem Feind zu tun, der richtige Waffen mit sich führt. Ja, Speere werden schon irgendwie ausreichen, außer natürlich die Gegner haben eine extreme Panzerung. Sittas Wunder wirken jeden Tag. Jüngst hatte ich mich bei der Arbeit verletzt. Aber ich musste nur ein wenig umherlaufen, schon heilte die Wunde zu. Ach was. Ach, was Leoba nur wieder vorhat. Die Hochzeit steht bevor und die Braut vergräbt sich in der dunklen Ecke. Hab ich etwa gejammert, als man mich mit ihrem Vater damals verheiratet hat? Ich dachte, unsere große Tochter dächte etwas mehr an ihre Familie. Die Mitgift kann sich doch sehen lassen. Irgendwie hat uns das alles nicht bei dem Quest weitergebracht. Ihr Götter, wie aufregend. Ein Seil. Wozu soll das schon nütze sein? Das wird sich im Laufe des Abenteuers noch herausstellen. Wahrscheinlich, wenn wir dann in irgendeiner Höhle gefangen sind. Aber vielleicht müssen wir nochmal mit ihr reden. Bitte, Valdrada, hilf mir. Okay, nee, das ist...
Stroh. Okay, gut, da war nichts drunter. Nee, okay, bringt uns alles nicht weiter. Dann schauen wir uns draußen nochmal ein bisschen um. Das sah jetzt gerade irgendwie schon wieder ganz witzig aus, wie wir einfach so verschwunden sind. Und vielleicht sollte ich auch nochmal kurz speichern. Können wir hier hinten rausgehen? In die andere Richtung ging es ja nicht weiter. Scheint so, als würde das funktionieren. Gehst du wieder in den Wald, Waldrader? Bei dem Namen, denke ich mal, dürfte das schon fast ein wenig offensichtlich sein. Hackst du wieder Holz? Holzbert? Also schon wieder so ein Tag voller Abwechslung. Waldrader geht also jeden Tag in den Wald. Das, wie gesagt, ist jetzt für mich keine große Überraschung. Aber vielleicht haben ihre Eltern diesen Namen auch nur gegeben, weil sie den ausgesprochen schön fanden. Ich persönlich habe Waldrader... Sie können also auch Sachen zacken und da finden wir Gold. Sehr schön. Es lohnt sich also doch tatsächlich alles und jeden zu zacken. Ich meine, zumindest Gebüsche zu zacken. Was ist denn das? Speichern wir mal kurz ab. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den besiegen können. Ich glaube, ich habe ja auch noch gar nicht ihre Fähigkeiten angeschaut. Waldrader ist eine Level 1 Hexe und kann natürlich nicht zaubern. Warum sollten Hexen das auch können? Ein Schild. Nach oben geht es zur Lichtung des Riesen. Und nach rechts zum Moor der Stille. Okay, schauen wir erstmal zur Lichtung des Riesen. Und sagen natürlich alles immer in der Hoffnung, dass wir etwas finden. Wahrscheinlich habe ich sogar schon irgendwo Gold über... Oh, das ist natürlich cool. Einst allein ein leibhaftiger Riese den Wald durchquert und hier seinen Abdruck hinterlassen haben. Das ist doch eher die Art von Schauergeschichte, die man unartigen Kindern erzählt. Ein Riese, ha! Nur eines ist merkwürdig. Die Form im Boden, dieser Fußabdruck, ist in all den Jahren nicht zugewuchert. Wahrscheinlich, weil im Fuß des Riesen irgendwelche Sekrete waren, die den Boden komplett zerstört haben. Aha. Aber es sieht eigentlich schon ziemlich cool aus, finde ich. Und ich finde es auch sehr schön, dass so etwas in einem RPG-Maker-Spiel umgesetzt wird. Denn das hat man doch eigentlich wirklich ziemlich oft in der Wirklichkeit, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, eine Riesenschlucht oder sowas hat. Gibt es ja bestimmt einige Schluchten, bei denen man in Sagen irgendwie erzählt, dass da irgendein Riese oder so weiter hingestapft ist oder was auch immer. Und ja, das sieht cool aus, das schafft Worldbuilding, das schafft Atmosphäre und das ist irgendwie real und glaubhaft. Cool. Sollen die Leute ruhig weiter an ihren Riesen glauben? Diese Legende ist doch alles, was das Dorf hat. Immerhin hat das Dorf eine Legende. Waldrader findet einen Fliegenpilz. Großartig, ich sammle immer noch Fliegenpilze im Wald. Es muss doch noch was anderes geben. Irgendetwas, das die Natur etwas mehr zum Rütteln bringt. Na, vergib mir, Safaun, ich wollte nicht... Oh nein, Grabschaufler. Grabschaufler? Was treibt diese Biester denn aus dem Boden? Machen wir sie mal platt, falls wir das mit Waldrader können. Aber ich denke mal, das sollte eigentlich schon gehen. Ich hätte eigentlich auch schon fast Autokampf drücken können. Flucht. Super. Wir können unsere Eule scheinbar im Kampf herbeirufen. Ich werde mir das alles später auch mal angucken, aber zumindest von dem möchte ich mir noch die Erfahrungspunkte holen. 45 Stück immerhin. Ah ja, genau. Es sind natürlich zwei Truppen. Die kloppen wir nieder, sofern sie nicht fliehen. Oh, da gibt's doch gar nicht. Die sind ja schlimmer als Erzslimes in Dragon Quest Monsters. Solltet euch das Let's Play von mir und Steve auf jeden Fall mal anschauen. Oder Dragon Quest Monsters 2, das macht, glaube ich, keinen so großen Unterschied. Das sind beides coole Spiele. Ich glaube, Dragon Quest Monsters 2 haben wir leider nie so richtig durchgespielt. Verzeihung, jetzt habe ich ja schon dieses Spriest gesehen und ihr wisst ja, wie so ein Gehirn funktioniert. Nämlich gar nicht. Bald sprießt hier ein neuer Fliegenpilz. Ich sollte mir die Stelle merken. Das ist ja cool. Hat das Spiel jetzt irgendwie einen Timer oder wie funktioniert das? Wenn ich jetzt ein paar Tage nicht spiele, dann ist da wieder ein Pilz oder... Dieses Blatt hier ist hübsch, aber scheinbar nicht wirklich funktional. Okay, das macht irgendein Geräusch, wenn wir da draufklicken. Was ist das nur, dass die Grabschaufel aus dem Boden zu treiben scheint? Das werden wir wahrscheinlich noch, eine ganz gewöhnliche Eiche, das werden wir wahrscheinlich noch im Laufe des Spiels herausfinden. Oder im Laufe unseres Waldrader-Tutorials. Versuchen wir doch mal, ob wir uns da hinten mit diesem Dämon oder Troll oder was auch immer... Es scheint mir ein Troll zu sein. Natürlich, kein Spiel ohne Brückentroll und vor allem kein Troll-Game ohne Troll. Okay. Hey, du Troll, es ist ein heller Tag. Du hast gefälligst versteinert zu bleiben. Der Troll hat ein gigantisches Facet. So hell ist es gar nicht. Guck doch die Regenwolken an, kleines Menschlein. Und was machst du hier auf unserer Brücke? Das ist jetzt meine Brücke. Und ich lasse niemanden durch,
der nicht mein Rätsel löst. Oh nein, es ist ein Kelvin-Troll. Ah. So, und wenn ich dein Rätsel falsch beantworte, frisst du mich dann? Ich bin ein böser Troll. Ich mache etwas viel Schlimmeres. Ich zerdrücke das kleine Küken, das ich in meiner Faust halte. Du hast da gar nichts. Hab ich doch. Besser Faun, das arme Ding. Also überleg dir gut, ob du meine Brücke betreten willst. Mein Rätsel ist nämlich unglaublich schwer. Wir speichern vorher noch mal das Spiel ab. Aber wir werden natürlich versuchen, dieses Rätsel zu lösen. Bist du bereit für mein Rätsel, Menschlein? Stilles Troll. Es hat keine Farbe. Trotzdem kann man es sehen. Es wiegt nichts, aber jeder Gegenstand wird damit leichter. Na klar, Next Level. Diesmal bekommen wir keine Auswahlmöglichkeiten, sondern wir müssen uns selbst etwas überlegen. War das jetzt Luft? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich versuche einfach mal Luft einzugeben. Mal gucken, ob es irgendwas bringt. Das ist ja super krass. Oh mein Gott. Dieses Spiel wird mir auf jeden Fall das Genick brechen. Ich glaube, ich werde ziemlich oft eure Hilfe brauchen. Falsch! Warte kurz, ich hole ein neues Küken. Ah, das ist also in der Truhe drin. Versuch es ruhig häufiger. Okay, gut. Versuchen wir es einfach nochmal. Es hat keine Farbe, trotzdem kann man es sehen. Es wiegt nichts, aber jeder Gegenstand wird damit leichter. Keine Farbe? Scheiße, Mann, das ist das erste Rätsel in dem Spiel und ich habe jetzt schon wieder keine Ahnung, was ich machen soll. Es hat keine Farbe. Trotzdem kann man es sehen. Es wiegt nichts, aber jeder Gegenstand wird damit leichter. Ja, Luft kann man ja eigentlich nicht so wirklich sehen, ne? Es wiegt nichts, aber jeder Gegenstand wird damit leichter. Helium? Aber Helium kann man ja auch nicht sehen, oder? Jeder Gegenstand wird damit leichter. Ah! Ich... Naja, ich musste husten. Dann dachte ich mir, kann ich ja mal kurz nachschauen, weil das klingt nach einem Rätsel, das... ja, das jetzt nicht neu ist, dass der Real Troll sich jetzt natürlich nicht selbst ausgedacht hat. Vielleicht hätte er sich... ist sich selbst ausgedacht, wenn er ein paar tausend Jahre früher geboren worden wäre. Aber die Antwort darauf scheint auf jeden Fall auch mit L anzufangen, nämlich das Loch. Wir probieren es einfach mal, ansonsten bin ich wahrscheinlich wirklich mit meinem Latein am Ende. Und ich bin gespannt. Vorwitziges Menschlein, wie kannst du es wagen, mein Rätsel zu lösen? Die Lösung stimmt also. Na dann, troll dich! Diese Neugeborenen haben einfach keinen Respekt vor der alten Rasse. Und er nimmt seine Truhe natürlich mit. Oder zumindest den Inhalt der Truhe. Wehe dir, wenn wir uns ein zweites Mal begegnen sollten. Da werde ich mich mit einem Rätsel wappnen, dass dir das Hirn schlottert. Okay, Rätseltrolle gibt es also auch in diesem Spiel. Na super. Die werden auf jeden Fall unser ewiger Feind werden. Ich hoffe doch jetzt natürlich, dass dieser Wald hier noch genug Geheimnisse birgt, dass es sich auch gelohnt hat, dieses Rätsel zu lösen. Und die Hexen möchte... Oh, hier oben geht's auf jeden Fall weiter. Sehr schön. Ein Wicht? Was treibt jemand vom kleinen Volk in unserem Wald? Das sieht aus wie... wir können sein Gesicht nicht sehen. Das sieht aus wie so ein Wicht aus Harvest Moon. Falls ihr Harvest Moon mal gespielt habt. Für Super Nintendo natürlich. Das Original Harvest Moon. Funkeln im Sonnenlicht, mein schöner Fang. Es glänzt so schön. Das ist doch die verschwundene Sichel des Heuwichters. Wir können möglicherweise einen Quest lösen. Man hat mich arm nicht gefunden. Dann sei ein braves Wichtlein und gib die Sichel wieder her. Nö. Ja, na klar, der kann einfach in sein kleines Wichtelhaus rein verschwinden. Türkischer kleiner Flitzer. Na, warte. Flitzer ist zum Glück etwas anderes, was es in diesem Spiel, unter dieser Spielwelt hoffentlich niemals geben wird. Dafür müsste zumindest erst einmal Fußball etabliert werden und vielleicht kommt das ja später noch. Oder ich bilde mir wieder ein, dass etwas Fußball ist, was gar nicht Fußball ist, sondern einfach nur Football oder Rugby. Komm heraus und gib die Sichel wieder her, Wicht. Versuch doch hereinzukommen, du dicke Kuh.
Dich treibe ich noch aus deinem Haus. Eulenfutter! Können wir unsere Eule irgendwie auf ihn loslassen? Interagiere mit Haus. Okay. Vielleicht müssen wir uns dafür irgendetwas anderes einfallen lassen, aber da bin ich natürlich auch so ein bisschen, also ich würde mich da natürlich auf jeden Fall über Hilfe freuen. Wenn jemand irgendwie Tipps oder so weiter hat, dann nur raus damit. Denn ich habe nämlich spontan erstmal keinen Einfall, wie es gehen könnte. Hier unten scheint sich ansonsten nichts mehr zu verbergen. Gucken wir mal, wie weit wir noch weitergehen können. Bis Waldrada irgendwann rumzumeckern. Etwas Gutes hat der Regen immerhin. Wenigstens hält er die Stichsauger in ihren Nestern zurück. Stichsauger, das klingt nach fiesen Gegnern, für die wir vielleicht noch nicht stark genug sein könnten. Ist da irgendwas drunter? Nein. Einfach nur ein Büschlein. Was haben wir denn da hinten? Können wir schwimmen? Nee. Wow, das sieht ziemlich cool aus. Oh Mann, ey, das gefällt mir so gut hier. Oh, so unglaublich gut. Ey, da ist doch ein Sack. Kann man doch irgendwie rüberspringen? Ja, natürlich. Der Beutel enthält einmal Branntwein. Sehr schön. Können wir dieses Boot benutzen? Das geht irgendwie in die falsche Richtung. Und ein Priester. Waldrada, spielst du etwa wieder am Kahn herum? Natürlich nicht. Was denkst du nur wieder von mir? Cool, aber auch dafür sind wir schon bekannt. Ach, das hier ist dann wohl der Priester. Was haben wir hier? Stinkwurz. Nein, zwei Alraunen. Eine Alraune beißt beim Ziehen schmerzhaft zu. Haben wir jetzt wirklich Schaden bekommen? Ja, 20 Schadenspunkte, aber die sollten ja sowieso gleich wieder heilen. Aber das ist cool. Die Alraunen hier haben nicht nur oder sehen nicht nur so aus, als ob sie ein Gesicht hätten, sondern sie haben wirklich eines. Zurzeit hat der Regen die Nase vorn. Soll ich dir wieder von den Göttern erzählen, Waldrada? Ich würde vorschlagen, wir werden uns hier zu Ende des Parts einfach noch ein bisschen Worldbuilding geben. Und dann bin ich zu Freitag auf jeden Fall gespannt, was ihr noch so alles zu melden habt, was ich übersehen habe und wie ich natürlich noch ein paar Quests lösen kann oder wie lange ich darauf noch warten muss. Gerne. Zwei Götter genießen die besondere Verehrung unseres Dorfes. Da ist Dunwoin, der Weisere des göttlichen Brüderpaares, das die Geschicke unserer Welt lenkt. Der Flüsterer hat mir schon oft den Weg gewiesen, uns aus großer Not zu führen. Hier in der Abgeschiedenheit des Steinenhains, nicht des Wolfenhains, bin ich ihm nahe und höre zuweilen das Raunen des Runenherrns. Und da ist Zitta, die über das Herdfeuer und die Ernte wacht. Ohne den Segen der liebreichen Frau stände es schlimm um unser Dorf. Felder verdorrten, Wiesen verödeten, Vieh stürbe, wenn wir einfältig genug wären, ihren Zorn zu wecken. Erweise ihnen stets die gebührende Ehre, Waldrada. Und allen voran dem Safaun. Aber davon musst du nichts wissen. Safaun scheint irgendwie so eine Art heidnische Gottheit oder so etwas zu sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh. Ja, bald sprichst du auch hier eine neue Alraune. Okay, also ich nehme an, dass wir auch diese Gegenstände später dazu nutzen können, dass wir irgendwie Tränke craften können. Das freut mich auf jeden Fall jetzt schon. Auch wenn ich es in der Eilreise nach einem gewissen Zeitpunkt irgendwie vergessen habe, ein weiteres Mal zu nutzen. Aber na gut, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, dann würde ich einfach vorschlagen, wird das hier doch diesmal ein etwas kürzerer Part. Moment, hier sind ja plötzlich Gegner, die waren doch vorher noch nicht da, oder? Da würde ich vorschlagen, machen wir den Kampf hier mal noch. Schleime. Oh Gott. Gucken wir mal, ob wir denen schon gewachsen sind. Wusch. Oh, es scheint so, als wären wir denen gewachsen. Schleime sind auf jeden Fall, oder sehen es immer, sehr gefährlich aus. Wassertropfen. Nein, damit hätte ich nicht gerechnet. Eher mit so etwas wie Giftangriff. Aber diese Schleime hier, die wissen, wie man sich reinhält. Wahrscheinlich sind es Endschleime, die eben Dinge, ja, von... die eben Wasser zum Beispiel reinigen können. Deswegen können sie auch mit Wasser angreifen. Wenn das irgendwie in der verqueren Logik meiner selbst Sinn ergibt. Ah, so langsam geht es doch schon... zugrunde mit uns. Der erste war ein bisschen einfacher als der zweite. Ja, wenn wir irgendwie immer daneben schlagen, dann dauert das auch ein bisschen. Verstehe ich nicht so wirklich. Sowohl hier als auch bei der Brief von dem König. Wir hauen ziemlich oft daneben. Das muss in der heutigen Zeit wirklich nicht mehr sein. Aber wir bekommen einen Wassereimer für unsere Mühen und für mein Gemecker. Und nein, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, es macht mir bisher eine ganze Menge Spaß. Macht euch da mal keine Gedanken. Ich lasse mich auch von kleineren Sachen nicht einschüchtern. Ich würde vorschlagen, wir werden alle heute noch einen schönen Tag verbringen und eine schöne Nacht und hofft einfach mal, dass ich nicht irgendwie wirklich krank werde, sondern dass wir uns ganz normal am Freitag wiedersehen und eine Menge Spaß bei einer weiteren Folge von Let's Play Wolfenstein haben werden. Bis dahin.